Gut und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute gibt es wieder eine bisschen ältere Abfüllung, nämlich den Quilombe Spring Release 2010. Quilombe Spring Release 2010. Warum 2010? Ja, es gab noch einen 2011er. Es ist einfach eine ältere Abfüllung von Quilombe. Wenn man überlegt, 2005 wurden sie gegründet, eröffnet, haben angefangen. 2010, ja, da liegen 5 Jahre dazwischen. Das heißt, der Whisky könnte 4 Jahre sein, 5 Jahre Maximum, kommt drauf an. Er ist natürlich 3 Jahre. Ja, damals haben sie natürlich nicht ihren ganzen Stock vom Anfang an hergegeben. Man merkt es auch noch, Quilombe technisch. Ein anderes Etikett. Ich hole gleich mal eine andere Flasche und blende die mal so ein bisschen daneben ein. Machen wir gleich. Hab den jetzt auch hier noch ein kleiner Korken für alle, die es wundert. Also man merkt das schon, es sieht einfach anders aus. Hier so ein bisschen bauchig, runder. Das Etikett ist 3 Jahre alt und was mich am meisten überrascht hat, ja, wenn man den so sieht, da steht dann auf einmal drin, ja, Oloroso Sherry Butt Finish. Kann sein. Aber was ganz spannend ist, wie gesagt, die Abfüllung steht ja jetzt quasi länger, als sie gereift ist. Wenn sie dann 2010 auf den Markt kommt, 10 Jahre stand sie rum. Letztens hat sie jemand privat abgegeben und ich habe direkt hier geschrieben, gedacht, wollte ich mal probieren. Ich kannte schon einen davon. Spring, Summer, Winter und so hatten sie mal welche. Hatte ich verkostet. Fand ich schön für 3-jährige Whiskys, deswegen hatte ich mir den geschnappt. Und ich werde mir den jetzt mal einchecken, was ich meinte mit länger gestanden. Man sieht hier unten, sammelt sich so richtig. Ja, so ein bisschen, ja, setzt sich einfach ab über die Jahre. Ja. Das ist einfach ein ganz komisches Gefühl, so einen kleinen Mini-Korken. Isla Whisky Quilombe, ne? Rauchig und dieses Teil, ich habe den jetzt geöffnet gestern, vorgestern, mit einem Kumpel und nachdem das Glas da gestanden hat, es hat gerochen und gestunken, also ganz viel Rauch. Da könnt ihr gleich mal gespannt sein. Also Isla, Quilombe, Spring Release, ja wie gesagt 3 Jahre, 46 Volumenprozente hatte ich noch nicht erwähnt. Oft werden sie jetzt in Fassstärke abgefüllt, außer Markier Bay und so. Der damals noch mit 46 Volumenprozente. Bevor ich ihn verrieche, ich habe mir nochmal hier aus meinem Quilombe-Schrank, der hier zufällig um die Ecke steht, nochmal eine andere Packung, den Markier Bay, geholt. Wenn man die mal so nebeneinander hält, man merkt, die Packung ist ein bisschen schmaler. Anderes Blau, aber so riesengroß, die Unterschiede sind sie nicht. Also sie hatten von Anfang an ein ähnliches Design, auch so von der Seite, von hinten. Sieht alles sehr ähnlich aus. Man muss schon genauer hingucken, dass man es erkennt. Und wenn man dann auf die Flasche geht, dann merkt man es natürlich. Also hier dieser Quilombe-Stempel, den sie mittlerweile drin haben. Die Flaschenform hier oben, der fette Korken, ja. Das ist natürlich hier so klein. Etikett wieder ähnlich, ne? Das haben sie gelassen. Hier unten ist noch ein Fuß dazugekommen von der Flasche. Also, und man merkt, im Grunde wurde die Flasche wie auf so einen Fuß gestellt, ein bisschen gekürzt, hat hier ihre Ründung, die wir auch so von Old Pulteney kennen, verloren. Ja, ist einfach spannend. Stell dir jetzt mal hier so hin. Bisschen alles durcheinander und verriech ihn. Also der Rauch kommt schon ganz extrem hier entgegen. Malz, Süße, Rauch. Also gerade das, diese Malzsüße, die man bei Quilombe mag oder die ich persönlich da mag, die ist total da, ganz penetrant. Malzsüße, cremig, weich, buttrig. Und dann kommt so dieser Rauch. Puh. Muffig, muffig rauchig. Bisschen typisch. Ich finde ja immer, Quilombe hat so ein bisschen das Artback-Malz, teilweise, weil sie es nutzen, aber auch den Charakter, so vom Rauchcharakter. Vielleicht noch so leichter Pfirsich, eine helle Frucht. Und die ganze Zeit der Rauch drüber. Aber wie gesagt, malzig, süß, eingebunden. Sehr schön. Der Markier Bay ist wieder verschwunden. Wie gesagt, kleiner Korken. Hier ist der Spring Release. Werde ich mir jetzt auf die Zunge lassen. Auf alle Quilombe Isla Freunde. Auf euch, Slangebar.
Ah, und hier kommt ganz klar so die Malz, süße, frische Noten, maritime Noten, so ein bisschen, ja, leicht grasig sogar, sehr frisch, vielleicht auch so ein bisschen Metallic noch, also die Jugend ist da, so der Rauch, der dann so eine gewisse Jugend hat, sehr malzig, der Rauch sehr süß, sehr cremig, sehr weich und aber viel Rauch, also es ist echt schön, wenn man auf Rauch steht. Ja, und im Mund jetzt neben der malzigen Süße auch noch so eine leichte Süße. Ich hätte das nicht irgendwie einem Oloroso zugeschrieben, dem finde ich. Jetzt könnte ich es mir vorstellen, ich habe das nachgelesen, ich habe das, als ich mir nochmal so angeguckt hatte, die Details, nachdem ich ihn probiert hatte, habe ich gedacht, so was? Niemals ein Finish. Das, ich hätte rein Bourbon-Fassreifung 100% getippt. Ja, hat vielleicht so einen leichten Orangeton, leichten Touch. Zumindest wenn die Flasche dick ist und das Licht drauf strahlt. Minimal, minimal. Also es könnte sein, dass die Süße das so ein bisschen abrundet. Oder dass das Fass einfach auch gar nichts gemacht hat damals. Gefällt mir. Mein Fazit zu diesem Kilhoman Spring Release 2010. Spannend, ne? Man merkt hier so, die ganzen Flaschenformen sieht anders aus, so die Details. Ich bin halt ein Kilhom-Fan, mir macht das Spaß. Auch so junge Dinge wie der erste Madeira damals, den ich noch mit dem Mark hier bei ihm im Bundle gekauft habe, damit du den noch gekriegt hast, weil sie alle gesagt haben, oh, das Ding ist selten. Auf die Spezialabfüllung war mal ein Run. Mittlerweile, ich glaube, jeder, der irgendwie sagt, boah, Kilhom mag ich nicht, kriegt ein eigenes Fass abgefüllt, so nach dem Motto. Also es ist natürlich so, jeder kriegt da Single Cask bis zum Abfallen. Es kommt Special Release. Mittlerweile werden auch die Single Casks von eigenen Abfüllern teilweise auch preislich gesehen, können die mit den Distillery Club Edition mithalten, meiner Meinung nach. Ich weiß noch, ein bestes Beispiel, damals der Tara, Whisky Shop Tara München, 90 Euro und 12-jährigen Kilhom, da haben sie im Private Stock immer noch einen 11-jährigen rausgegeben. Also es gibt mittlerweile richtig schöne Sachen. Den habe ich jetzt quasi gebraucht, privat abgekauft, jemanden für 86 Euro mit Versand, also 80 Euro. Kann man nicht sagen, super fair abgegeben. Pff, damals war der wahrscheinlich günstiger, ja, aber ich meine, heutzutage, wo kriegt man für 90 Euro noch so eine Pulle? Ist einfach mal interessant, auch so einen Vergleich zu sehen, denn die Herkunft, wie gesagt, hatte damals nur ein Sample. Mit jedem Schluck, den ich den jetzt probiere, ich habe ihn jetzt erst zum zweiten Mal im Glas. Also es macht schon richtig Spaß, der Rauch. Und da merkt man wieder, diese jungen, rauchigen Whiskys, die brauchen kein hohes Alter. Die werden mit einem hohen Alter anders, auch sehr schön. Ich will auch nicht sagen, dass das eine besser ist oder das andere. Aber Islay Malts können auch im jungen Alter schon echt irgendwas Tolles darbieten. Ist es der beste Whisky? Nein. Es ist für mich wieder so Kilhom-Fan. Ich mag den Rauch, da musst du mögen. Jemand anders, der geht jetzt an den Whisky und sagt, ja, der Rauch gefällt mir nicht. Einfach nur malzig, langweilig. So, kann auch passieren. Darf aber nicht passieren. Nein. Ich finde ihn schön. Ich glaube, in der Whisky Base hat er nur 84 Punkte. Solche Abfüllungen werden auch dann nicht mehr irgendwie großartig probiert und bewertet oder nur selten. Keine Ahnung. Ich würde ihn wahrscheinlich höher einschätzen. Ich gebe ja keine Punkte. Aber mir gefällt er. Ganz spannend. Also wenn jemand mal so alte Kilhomen loswerden will, sagt mir Bescheid. Ist immer wieder Möglichkeit, hier vor die Kamera so ein Ding zu kriegen. Ich fand das einfach schön vom Aussehen, gerade mit dem Korken. Ne? Ihr merkt, da ist ein bisschen Feuer dabei. Es macht einfach Spaß und ist es der beste Whisky? Ist mir egal. Es ist kein schlechter Whisky, es ist ein schöner Whisky. Er macht Spaß und gerade mit einem Kumpel, der auch Kilhomen-Fan ist, die Pulle mal zu öffnen, hat einfach Spaß gemacht. Das soll es gewesen sein, wenn euch solche Sachen und wie gesagt andere normale Reviews wie immer interessieren. Lasst es mich wissen. Lasst mich auch wissen, ob ihr mal so einen Kilhom im Glas habt. Ansonsten sehen wir uns demnächst wieder. Wenn ihr die Glocke abonniert, werdet ihr benachrichtigt. Dazu müsst ihr vorher meinen Kanal abonnieren. Also wir sehen uns demnächst. Tschö.